Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und Freundinnen. Da unten haben wir eine Ratte getötet beim letzten Mal und springen jetzt mal hier runter. Checkpoint erreicht. Wir wissen nicht, was uns hier unten erwartet. Noch mehr böse Tiere. Weiß es ja nie hier. Die kleinen Nager kommen doch dann da auch relativ schnell. Uiuiui, was denn da? Naja. Hier, Nager, Nager, Nager und Blut, Blut, Typen, Labortechnik. Sieht alles nicht so aus, als wäre das ein Ort, wo man unbedingt rumhängen sollte hier. Aber sieht fast aus wie eine Blume mit einer Gasmaske auf. Könnte aber auch so eine Blume aus Alien vs. Zombies vs. Plants sein, oder? Schon so ein bisschen. So. Oh, was haben wir hier? Ja, die zwei hatten nicht den besten Einfall, sage ich mal. Die AK brauchen wir nicht. Selber Waffen dabei hier. Es sieht immer so aus, als würde der Boden hier gleich einstürzen. Köter. Also, dann haben wir noch ein paar andere Wummen auch dabei. Ach, ich glaube, das Hundefell können wir uns auch getrost schenken, glaube ich. Hier. Kiste. Aha, kaputter Teddybär. Die, da kommen wir auch gar nicht rein. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter und schau mal, was hier ist. Und eine Schlange eindeutig irgendwo. Alter, das klingt echt übel. Wo ist sie denn? Gott, dieses komische Tiergeräusch. Es klingt irgendwie nach einer Schlange, aber ich sehe keine Schlange. Den nehmen wir auch nicht mit. Okay. Ihr seht keine Schlange. Seht ihr eine Schlange irgendwo? Vielleicht drüben? Oh ja, da drüben, glaube ich, liegen sie. Da drüben, glaube ich, liegen sie. Schauen wir mal schnell in unsere Beutekiste. Ah, alles gut. Nicht, dass die zu voll ist und wir also den Stuff verlieren hier. Müssen wir noch ein paar grüne Blätter vorher rausschmeißen. Okay. Aber was waren es denn für Soldaten? Weil japanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg hatten sicher keine Kalaschnikows. Ah. Da ist es also gewesen. Das Schlangentier. Ah, da kommen wir nicht lang, okay. Müssen wir also weiter nach unten. Und auch hier vermute ich, durch meine fuchsige Erfahrung in diesen Spielen, habe ich es doch gedacht. Liegt da natürlich auch noch eine Königskobra. Ihr habt dich doch gesehen, wie du deinen Hals aufgeblustert hast. Das hilft dir aber nix. Ha. So.
Gott sei Dank waren es nur zwei Kobras. Es hat sich irgendwie echt nach verrückten Mutantentieren angehört oder sonst irgendwas. Aha. Kommen wir jetzt in den interessanten Teil. Obwohl es ja auch immer mit ein bisschen Schritt für Schritt wird es immer ein bisschen gruseliger. Jetzt diese Schlangengeräusche sind schon sehr, sehr nervös machend, finde ich. Und jetzt schauen wir uns das Ding hier mal genau an. Seht ihr, das ist eine verdammte Kobra, oder? Dass sie jetzt noch einen Ton von sich geben kann mit diesem Geschoss, müsste ich sie eigentlich in 1000 Teile zerrissen haben. Da müsste nur noch ein Fleisch-Schlangenfetzenbrei rumhängen. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum frisst sie die Mäuse nicht, schlangengefressene Mäuse? Ab darin. Come again. Ah ja, logisch, gerne. Klingt nach einem Rudel Hunde, die gleich auf uns zugestürmt kommen, wenn ich ehrlich bin. Und das hier sieht schon wieder so aus, als würden wir gleich durch die Decke brechen. Oh oh. Schauen wir mal. Gut funktioniert. Aha, aber dann ist ja Was Männer auch schon mal hier reingekommen. Also ich meine, es hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil, ne, überlegt euch das mal. Hier ist so ein riesiges Forschungszentrum irgendwo in den Berg eingelassen. Keiner von denen guckt sich das an. Das klingt aber schon fast wie ein Bär auf der anderen Seite von der Tür. Hundefell brauchen wir jetzt nicht. Oh, ja. Sag ich ja. Oho. Der Raum ist mit giftigen Gasen gefüllt. Raus hier. Verdammt. Hätte ich mal nicht auf den Bär geschossen. Oh Gott. Verdammte Scheiße. Hätte ich mal nicht auf die Fässer geschossen, hä? Verdammt! So ein Mist. Das war's jetzt. Aha. Und das hat mir das gegeben. Ein Haufen Geld natürlich, ne? Aber muss man ja mal so sagen. Haufen Kohle hat uns das eingebracht. Wo ist denn hier das Auto? Und ein Fähigkeitspunkt. Das ist ja grandios. Es hat sich ja richtig gelohnt, dafür ein Folgenpäuschen mit Cliffhanger zu machen. Was? Ha! Ich weiß, Freunde, ich weiß. Lohnt sich immer! So, was? Hier. Wo ist eigentlich unser Missionsziel? Kann man das irgendwo sehen? Das sind alles nur so Nebenmissionen, Nebenmissionen. Nebenmissionen, Neben... Oh, mit den Freunden sprechen, Alter. Wir holen jetzt noch den letzten Außenposten auf der Insel, würde ich sagen. Bevor wir uns das dämliche Gespräch mit unseren dämlichen Freunden antun, weil die alle weg wollen. Wir wollen hier weg. Aber Jason ist gerade im Tötungsrausch, deswegen kann er nicht weg. So läuft's. So läuft's und nicht anders, Freunde. So. Also auf zum letzten... Ich will übrigens Boot fahren, deswegen bin ich jetzt gerade so ins Wasser gerast. So. Ich glaube übrigens, wir haben die Kanone nur so aus Glück gerettet. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Gewehr, das Scharfschützengewehr... Also ich habe schon mal geschaut, das haben wir noch nicht. Deswegen gebe ich es auch nicht her im Moment. Das wirst du mir büßen, mein Freund. Steht er da und schreit rum. Oh,
mal da. Vielleicht ist es auch ein Auto von uns. Das mag natürlich auch sein. Das weiß man ja nicht. Ha. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es echt nicht. Aber es soll uns auch nicht stören. Wir düsen jetzt einfach weiter und machen den Außenposten kaputt. Dann haben wir genug davon und die nicht. Und genau. Grrr. Also werden wir jetzt mal wieder ein bisschen Tod und Vernichtung über den Feind bringen. Und dann tun wir das, was keiner von uns gerne tut. Wir reden über irgendwas. Bla, 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 bla. Und rauskommen tut eh nichts Vernünftiges. Aber wir landen hier mal an. Schnappen uns hier unsere Shadow. Und schauen wir, dass wir den Köter hier... Bla, bla, bla. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Da saß zufällig ein Tiger, der jetzt hoffentlich die Hälfte von diesen Typen da oben auffrisst. Können wir vielleicht hier von der anderen Seite ran und... Und den Rest hier loswerden. Gott sei Dank. Köter hat mich nicht gesehen. Das ist der Tiger. Da ist der Tiger, dem wollen wir nicht begegnen. Warum holst du mich? Hol doch mal den Tiger, verdammt. Ich weiß, dass du das warst, Weißbrot. Jetzt hol ich dich. Steig mal auf die hier um, falls der Tiger uns doch näher kommt als erwartet. Hey Brody, ich komme und hol dich. Ich warte immer noch drauf, mein Freund. Ah, da. Yeah, Außenposten, yeah, Außenposten, yeah. Die Frage, was ist mit dem Tiger? Naja. Wir töten jeden, der uns den Außenposten nehmen will. Kommt doch eh keiner und holt ihn euch zurück, also stellt euch hin und haltet die Klappe. Meine Güte. Tigerfell. Haltet die Klappe einfach und bewacht hier den Außenposten. Meine Güte. Ich hab Waffen. Grund zur Sorge. Wie sie sich immer aufführen und dabei können sie alle gar nichts. Nichts könnt ihr, gar nichts. Aber regen wir uns nicht auf, gehen wir wieder rein. So, dann gibt's hier eine Smartphone, hier gibt's eine Speicherkarte. Und auf jeden Fall gibt's hier $700 nur. Was? Kann ich verkaufen? Brieftasche ist voll. Meine Güte, das wird ja immer schlimmer hier. Das wird ja immer schlimmer. Brieftasche. Verstärkte Brieftasche. Ein Einhorn. Genau. Okay, also müssen wir erst wieder ein bisschen Geld ausgeben. Habe ich es richtig verstanden? Bevor wir wieder was verkaufen können. Ja.
Leider haben wir alles, was? Jo. Kettenpanzerung ist super. Hat aber auch nur 100 gekostet. Ist ja fast hier schon. So. Können wir, oh, Entschuldigung, können wir jetzt quasi weiterverkaufen, ja? Und ich muss das jetzt alles so verkaufen, das ist ja ganz schön ätzend. Das sind Tiere, die uns über den Weg gelaufen sind, die wir alle gehäutet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir davon überhaupt noch was brauchen. Ich glaube aber nicht. Und wenn, müssen wir es halt neu jagen gehen, nicht wahr? So, jetzt haben wir wieder 1200 und alles geleert. Dann könnten wir uns ja mal theoretisch... Insel ist sauber. Ah, ich will das Gespräch heute nicht anfangen. Das ist, ne? Insel springen. Hundesoldat? Schrotflinten-Herausforderung. Sowas klingt doch... Sowas klingt doch super. Das machen wir jetzt noch flott. Die Testeinheit. Verdammt, da hätten das... Gas nicht ausströmen lassen dürfen. Gibt es die eigentlich noch auf der Karte oder ist die jetzt weg? Oh, die ist natürlich jetzt weg, hä? Verdammte Axt. Verdammte Axt! Das habe ich voll verkackt. So eine Scheiße. Aber naja. Passiert, ne? Kann auch nicht immer alles gut machen. Ich weiß, es tut mir auch leid. Ich dachte, das ist total klug, wenn ich da auf die Fässer schieße und den Bär töte. War es ja irgendwie auch, aber halt auch irgendwie nicht. Ne? Aua. Also der Bär ist sofort draufgegangen, aber dafür ist halt auch der Rest von dieser scheiß Bude in die Luft geflogen und verstrahlt worden. So, jetzt versuchen wir doch noch schnell zu der Schrotflinten-Herausforderung zu kommen. Oh, ich wollte gerade sagen, dass ich befürchte, das geht nicht gut aus. Tatsächlich ist es das auch nicht. Ta-ta-ta-ta-ta. Ach ja, auf ein neues. Oh, Entschuldigung. Tatsächlich ist es das auch nicht. Ist es das auch nicht? Ah. Kann nicht mehr sprechen. Meine Sprache ist kaputt. Fahren wir mal einen anderen Weg. Was einer, der auch so aussieht, als würde er zu unserem Ziel führen. Messer werfen klingt fast noch lustiger. Axt.
Hätte ja funktionieren können. Ah, wir sind aber tatsächlich ein Stück zu tief gesprungen, ne? Verdammte Axt. Verdammte Axt! So. Machen wir jetzt. Messer werfen wollten wir, ne? Hier, ich brauche mal euer Auto. Halt! Halt! Danke. Ihr drückt mitfahren, wenn ihr wollt. Ah, da kommen nur andere zwei. Die können euch mitnehmen. Tschüss! Das sieht doch gut aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Hihi. Komm. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Du Hurensohn. Mhm. Sieht aber nicht gut aus. Versuch's mal mit Zielen. Okay. Ah, jetzt. Okay, ich raff's. Ich raff's. Ich raff's. Wirf das einfach in den Boden. Ja, ist aber auch nicht besser, du Trottel. Meinst du, kann ich wenigstens sagen, ist mir aus der Hand gerutscht. Du bist besser, als ich dachte. Okay. Er hat nichts getroffen, ich habe nichts getroffen. Sein drittes Messer. Oh! Oh! 5 Punkte! Der macht uns fertig. Eindeutig! Der zieht uns ab! Du bescheißt doch, du Cheater! Du hast es doch schon mal gemacht. Du musst mehr üben. Ja, ich darf auch nicht so rot werden dann. Also ich muss in dem Grünen, glaube ich, abwerfen. 25! Willst du mich verarschen oder was? Zehn. Aha. Aha. Schon wieder 25. Alter, jetzt rastet er aber aus. Oh, so knapp. Ja, schon ein bisschen. Keine Chance. Dammo. Revos. Nee, keine Revanche. Aber ich danke dir, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Können wir uns ja nicht auf uns sitzen lassen, dass die so die Versager sind, ne? Töten können wir den Anschein auch nicht. Naja, dann beruhigt er sich gleich wieder. So, dann, Freunde, wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Macht es besser als ich. Und, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ach du Scheiße, da ist ein Bär. Ach du Scheiße, das ist ein Bär. Tja, Freunde, mit dem müsst ihr euch jetzt alleine rumschlagen. Dann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, Freunde. Da läuft ein Tiger. Auch nicht besser. Ciao.